Hey Carmela, ich sehe, du machst schon richtig Fortschritte. Ja, ich übe. Du, wie läuft das in der Musical School? Also in der Musical School gibt es insgesamt 5 Gruppen und jede Gruppe, je nach Alter, hat 3 Lehrerinnen und Lehrer. Ui, das heißt eine für Schauspiel, eine für Tanz und eine für Singen. Du bist schon richtig gut informiert. Ja, und wann geht's los? Also losgehen tut's immer im Oktober. Mhm. Und dann basteln die Kinder an einem Musical, an einer richtigen Geschichte, die ganzen Monate über. Und dann im Mai geht's auf die große Bühne. Aber eine richtig große Bühne. So mit ganz vielen Zuschauern. Oh, da braucht es aber viel Mut dazu. Mhm. Aber sowas lernen die Kinder auch bei der Musical School. Ein Musical erzählt das immer eine Geschichte? Ja, aber am besten, du gehst mal gleich zu den Cats and Lions. Die proben nämlich gerade eine Szene mit einer ganz strengen Direktorin. Und dann siehst du genau, wie es läuft. So, ihr kleinen Wanzen, jetzt zeige ich euch, wie ich mit euch fertig werde. Ich mach vor, ihr macht nach. Go! Hallo Caramela! Hallo. Kommst du mit zum Schauspielunterricht? Oh ja! Wir spielen heuer Mathilda. Mathilda? Wer ist Mathilda? Mathilda ist ein hochintelligentes Mädchen und sie kann sehr gut rechnen und liest sehr viele Bücher, mhm. Aber ihre Eltern finden das sehr uncool. Noch dazu gibt es eine sehr, sehr strenge Direktorin, die ist so böse, aber Fräulein Honig, die Lehrerin, die liebt Mathilda. Wir proben gerade die erste Szene mit Mathilda und ihre Eltern. Kommst du zuschauen? Ja. Komm nur rein. Ja. So, guten Tag. Wir machen hier die Tür zu, damit wir die anderen nicht stören. So, wir proben jetzt die erste Szene. Ihr wisst ja, wie das geht, den Anfang. Mathilda steht in einem Spot, nur Mathilda steht im Licht. Und ihr beide, die Eltern, sind im Freeze. Ihr seid eingefroren in einer Position. Also die Mutter steht beim Turnen gerade und der Vater ist gerade ein Brötchen sozusagen, okay? Ihr seid aber im Dunkeln, nur Mathilda steht im Licht. Und sobald dann das Licht bei euch angeht, könnt ihr auch beginnen zu spielen. Okay? Alles klar? Beide seid im Dunkeln. Oh, das Licht ist jetzt ausgegangen. Caramela, könntest du unsere Lichttechnikerin sein? Machst du das Licht für uns? Ja. Gut. Oh. Caramela, die Lichttechnikerin. Mein Name ist Mathilde Wurmwald. Ich bin 10 Jahre alt. Heute werde ich zum ersten Mal zur Schule gehen. Meine Eltern hatten mich bis jetzt nie eingeschrieben. Sie haben es vergessen. Die Zeit verbrachte ich mit Lesen. Caramela, das ist zu früh. Entschuldigung. Machen wir das noch einmal. Erst wenn ich sage, und das hier, das sind meine Eltern. Das ist dein Stichwort, okay Caramela? Okay. Gut. Ich habe ein Geheimnis. Ich kann Dinge mit den Augen bewegen. Das passiert aber nur, wenn ich wütend bin. Aber das erzähle ich niemandem. Und das hier sind meine Eltern. Der Fernseher ist ihnen wichtiger als ich. Fatih? Ja? Meinst du, dass du mir ein Buch kaufen könntest? Ein Buch? Wieso brauchst du denn bitte schon ein verdammtes Buch? Zum Lesen, Fatih? Reicht dir unser Fernseher nicht? Wir haben einen fabelhaften Fernsehapparat, über 500 Sender. Und jetzt willst du noch ein Buch haben? Ich glaube, du bist ganz schön verwirrt, mein Mädchen. Heute ist mein erster Tag in der Schule. Ihr habt mich vergessen, die letzten Jahre einzuschreiben. Ich würde gerne ein Buch mitnehmen.
bravo, bravo! Caramela, komm mit zum Singen. Ich singe jetzt ein Duett mit Fräulein Honig. Oh, singen, ja, ja. Ey, im Musical wird auch gesungen. Matilda! Caramela, wir wärmen die Stimmbänder auf, so bekommen wir die Töne besser raus. Damit schonen wir unsere Stimmbänder. Bitte sehr! Allora, cantiamo una scala di 5 note con la I staccata. I, 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 I. Adesso, attaccata a questa, saliamo e scendiamo legato con la I e con la U. I, 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 I. Und das Lied? R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take out this EP. Oh, little respect. Respect! Kommst du zu unserer Aufführung, Caramela? Ja, und dann mache ich das Licht. Die Musicalschule ist wirklich toll. Ja! Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch eine Aufführung von der Musicalschule an. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!